Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Community-Tool und zwar einem kleinen, sehr, sehr nützlichen Tool von Homemade Development. Link natürlich hier wieder mal und vielen Dank dafür. Und zwar, was wir hier haben, ist ein Download-Zeitrechner. Das heißt, wenn ihr mal ganz kurz ausrechnen wollt, wie lange ihr an irgendwas hoch- oder runterladet, dann könnt ihr hier relativ easy einfach eure Geschwindigkeit wählen und zum Beispiel jetzt möchte ich irgendeinen Stream runterladen. Stream ist normalerweise so grob ein Gigabyte groß, sage ich jetzt einfach mal. Dann müsste ich hier berechnen, okay, ich brauche 1,33 Minuten zum Download, naja, easy. Das heißt, ich kann das Ding einfach live runterladen, das heißt, während ich es angucke, zum Beispiel auf Amazon Prime oder Netflix oder sonst irgendwas. Wenn ich jetzt allerdings was hochladen möchte, zum Beispiel ein YouTube-Video für mich, oder von mir besser gesagt, dann würde ich hier mal so 1 Gigabyte ungefähr für dieses Video berechnen. 10 Mbit ist recht optimistisch, wobei, ja, manchmal schaffe ich 10 Mbit, manchmal auch eher nicht, eher selten eigentlich. Und dann können wir hier mal ganz kurz probieren, wie lange ich tatsächlich hier zum Hochladen von diesem YouTube-Video brauche, und zwar circa eine Viertelstunde. Das ist doch schon mal ganz in Ordnung und ja, ich würde mal sagen, recht optimistisch gerechnet zwar, aber ich glaube, da kann man relativ viele Sachen hier ausprobieren und ja, ist ein ziemlich cooles Teil, man kann hier relativ schnell ausrechnen, wie lange man für irgendeinen Download braucht. Ich glaube, das Tool ist an sich selbst erklärend, ihr könnt es ja auch sogar runterladen und ja, dann könnt ihr natürlich auch den Quellcode euch angucken und dann ein bisschen damit rumexperimentieren, vielleicht erweitern oder sonst irgendwas. Schaut im Forum vorbei und dort könnt ihr dann auch gerne den Ersteller hier Fragen stellen. Ich denke mal, er wird darauf antworten. Und ja, das war's von meiner Seite erstmal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.